Süßkartoffeln in Deutschland anbauen? Ist das überhaupt möglich? In dem heutigen Video möchte ich einfach eine Reihe starten, in dem ich euch mitnehmen möchte, wie ich versuche, Süßkartoffeln zu kultivieren bzw. anzubauen. Und in der heutigen Episode zeige ich euch einfach, wie ich es machen werde, damit die kleinen Knöllchen die ersten Wurzeln bilden. Das sind die Süßkartoffeln, die ich vor 2 Wochen auf dem Wochenmarkt gekauft habe, bei einem biologischen Bauern, der auch bei mir in der Region eine solidarische Landwirtschaft hat. Und die Süßkartoffeln kommen aus Italien und wie ihr hier sehen könnt, haben sie schon die ersten Würzelchen gebildet. Hier der große zum Beispiel auch, ganz klein. Die lasse ich jetzt dann weiter in dem Topf hier in dem Wasser ankeimen, werde aber das Wasser nochmal erneuern und den Topf vielleicht noch ein bisschen auswaschen. Eine Süßkartoffel hat bei mir angefangen zu faulen, bei der war es so, dass sie nur ein bisschen mit der Spitze im Wasser drin gestanden ist und hier oben hat sie dann angefangen leider zu faulen. Die werde ich jetzt einfach entsorgen und mit in meinem Bokashi reingeben. Das ist jetzt der aktuelle Stand, wie die Süßkartoffeln sich momentan entwickeln. Und wie gesagt, ich habe sie einfach vor 2 Wochen in einfach ein Gefäß, einen Topf oder einen Kübel einfach reingelegt und mit Wasser ein bisschen aufgefüllt, dass sie so circa ein Viertel im Wasser stehen. Was solltet ihr beachten, wenn ihr jetzt zum Beispiel selber Süßkartoffeln kultivieren wollt bzw. anbauen wollt? Also vorneweg würde ich sagen, dass die Süßkartoffeln so unbelastet wie möglich sein sollten. Also am besten vielleicht im Bioladen reingehen und dort sich ein paar Süßkartoffeln holen oder zum Beispiel, wie ich das gemacht habe, am Wochenmarkt hingehen, zu eurem Bauern des Vertrauten gehen und schauen, ob er welche zur Verfügung hat. Die Süßkartoffeln, die ich verwendet habe, kommen aus Italien. Ist vielleicht nicht so gut, wenn ihr jetzt zum Beispiel in einen konventionellen Supermarkt geht und die aus Amerika, Ägypten oder sonst woher verwendet, weil da kann es eventuell sein, dass die dann doch nicht keimen. Sonst grundsätzlich ist es auch wichtig, dass ihr bei den Süßkartoffeln darauf achtet, dass es halt hier oben und unten gibt. Also, und die sollten halt im Wasser natürlich nach unten stehen, damit sie halt dort ihre Würzelchen bilden. In der Regel ist es eigentlich ganz einfach zu erkennen, dass halt die Süßkartoffeln oben ein bisschen größer sind. Man erkennt auch da, wo die Pflanze ihren Stiel hat, dass das auch die obere Seite ist und nach unten hin merkt man eigentlich auch, dass die dann mehr wie so eine Möhre dann so Pfahlwurzeln bildet und dann noch so kegelförmig nach unten geht und das ist halt einfach so das Merkmal und da solltet ihr vielleicht auch beim Kauf achten, dass ihr ja die Süßkartoffeln sofort erkennen könnt, wo oben und wo unten ist und es muss auch nicht unbedingt die größte Süßkartoffeln sein, es reicht auch, wenn ihr kleinere Süßkartoffeln nimmt. Die wachsen genauso gut wie die größeren. Wenn ihr die Süßkartoffeln gekauft habt, dann nehmt ihr einfach ein Gefäß, füllt da Wasser rein und stellt dann die Süßkartoffeln so rein, dass sie circa ein Viertel mit Wasser bedeckt sind und dann einfach warten, bis sie die ersten Wurzeln bilden und dann einfach, wenn sie genug und starke Wurzeln gebildet haben, in einen Topf mit Erde reingeben, aber bis dahin möchte ich euch auch mit diesem Versuch auf dem Laufenden halten und euch dann auch mitnehmen, wenn ich dann auch an dem Zeitpunkt bin, wo ich sie dann in Töpfe umkultiviere. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr seid dann weiterhin dabei mit meinem kleinen Selbstversuch, wie ich Süßkartoffeln hier in Deutschland anbauen möchte. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.